Sie errichten derzeit eine PV-Anlage auf dem Dach Ihres Eigenheims oder Betriebsgebäudes und wollen damit an einer Energiegemeinschaft teilnehmen. Wir haben hier in 3 Minuten Umweltrecht ein paar Hard Facts rund um die zivilrechtliche Ausgestaltung von Energiegemeinschaften für Sie. Willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Manuela Scheidl, ich bin Rechtsanwältin bei der Energie- und Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Im Rahmen von Energiegemeinschaften ist es Unternehmen und Privatpersonen möglich, Strom aus erneuerbaren Quellen, insbesondere PV-Strom, gemeinsam zu erzeugen, zu speichern, zu verkaufen und zu verbrauchen. Energiegemeinschaften in Österreich gibt es derzeit in zwei Formen, die Erneuerbare Energiegemeinschaft und die Bürgerenergiegemeinschaft. Beide Formen basieren auf Unionsrecht und sind in nationales Recht umgesetzt worden. Eine Energiegemeinschaft braucht entsprechend der unionsrechtlichen Vorgaben einen Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit. Eine Energiegemeinschaft kommt daher erst durch einen gesellschaftsrechtlichen Gründungsakt zustande, eine bloße vertragliche Zusammenarbeit, zum Beispiel durch die Gründer einer Arbeitsgemeinschaft, einer ARGE, oder einer gesellschaftlich-bürgerlichen Rechts begründen keine Energiegemeinschaften im regulatorischen Sinn. Hinsichtlich der Wahl des Rechtsträgers hat der Gesetzgeber keine Einschränkungen vorgesehen. Zulässig ist daher jede Rechtsform, die Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann, das heißt rechtsfähig ist. Wichtig ist dabei lediglich, dass der Hauptzweck der Energiegemeinschaft bzw. des Rechtsträgers nicht in der Erzielung von finanziellem Gewinn besteht. Indiziert ist hier vor allem die Genossenschaft und der Verein als am besten geeignete Rechtsformen. Der Verein und die Genossenschaft bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile, weshalb die Wahl zwischen den beiden gut überlegt sein sollte. Grundsätzlich, Pi mal Daumen, lässt sich sagen, dass der Verein eher für kleine, regional organisierte Energiegemeinschaften und die Genossenschaft für größere, überregional organisierte Energiegemeinschaften geeignet ist. Der Verein ist in seiner Gründung sehr einfach und erzeugt geringe Kosten und geringen Administrativaufwand, wohingegen eine Gewinnausschüttung nicht möglich ist. Die Genossenschaft ist in der Gründung und in der Administration etwas aufwendiger. Neben Vereinen und Genossenschaften kommen aber auch Kapitalgesellschaften, insbesondere die GmbH und die flexible Kapitalgesellschaft in Frage oder auch Personengesellschaften wie die offene Gesellschaft oder die Kommanditgesellschaft. Für Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften wird man sich in der Regel dann entscheiden, wenn regelmäßig Überschussgewinne erzielt werden, die an die Mitglieder ausgeschüttet werden sollen.